Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen, wenn sie der Hilfe bedürfen. Ein jedes Wesen hat gleiches Recht auf Schutz. Das habe ich bereits gesagt, als wir das Verbandsklagerecht eingereicht haben. Es ist ein Zitat von Franz von Assisi, 800 Jahre her. Ich glaube, dass das immer noch Gültigkeit hat und ein guter Grund dafür ist, dass wir das Verbandsklagerecht hier in Nordrhein-Westfalen eingeführt haben. Denn wir haben im Jahr 2002 den Tierschutz in das Grundgesetz als Staatsziel aufgenommen. Dort steht der Tierschutz nun neben dem Naturschutz, neben dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Und von daher ist es auch einer Logik geschuldet, dann an der Stelle in diesem Bereich ebenfalls ein Verbandsklagerecht zu machen und hier dasselbe zu tun wie im Naturschutz. Sie haben in Ihrem Antrag, auf die eine Stelle möchte ich eingehen, grundsätzlich festgestellt, dass deutsche Behörden im Bereich Tierschutz niemals irren, sondern immer korrekt arbeiten. Ich glaube, da haben Sie die Gesamtdebatte rund um die Kastenstände irgendwie nicht verfolgt. Da kann man sehr wohl erfahren, dass an der Stelle Behörden sehr unterschiedlich arbeiten, mindestens das sehr unterschiedlich von Kreis zu Kreis anders agieren. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass es dann an der Stelle die Möglichkeit gibt, für die Tiere an deren Stelle rechtliches Verhalten zu überprüfen und zu gucken, werden da Normen erfüllt oder werden sie es nicht. Das schützt an der Stelle auch diejenigen, die sich korrekt und gesetzeskonform verhalten. Ich glaube auch, dass die Debatte um das Verbandsklagerecht insgesamt mittlerweile sehr abgeflaut ist, dass die Befürchtungen, die wir damals hörten, überhaupt nicht eingetroffen sind. Es gibt keine Klagewelle. Die Forschungsunternehmen sind in Nordrhein-Westfalen geblieben und die Tierschutzverbände haben diese rechtliche Möglichkeit gar nicht über Gebühr strapaziert. Es hat sich auch mittlerweile gezeigt, dass unter Grün-Schwarz in Baden-Württemberg auch ein Verbandsklagerecht eingerichtet wurde. Der dortige Landwirtschaftsminister Peter Haug ist kein Grüner. Er hat gesagt, dass das Verbandsklagerecht ein Meilenstein ist für den Tierschutz. Dem kann man sich natürlich nur anschließen an der Stelle. Und daraufhin hat der Redner der CDU klar hingewiesen, es ist überhaupt nicht verständlich, warum Sie jetzt noch hier mit diesem Gesetzentwurf kommen. Es ist sozusagen ein Verfallsdatum von uns eingebaut worden in dieses Gesetz, nämlich mit dem Ziel, es nochmal hier auch überprüfen zu können, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich die Erfahrungen sammeln. Wir hatten diese massiven Befürchtungen, die im Vorfeld geäußert worden sind. Und das können wir doch jetzt in aller Ruhe tun. Wir warten die Evaluation ab und dann schauen wir gemeinsam, in welche Richtung es geht. Dass Sie diese Evaluation anscheinend gar nicht wahrgenommen haben, das ist schon ein Armutszeugnis für politische Arbeit. Ich glaube, Sie haben das gar nicht gelesen, was in dem Gesetz im Ursprung drinsteht. Und weil Ihr Gesetzentwurf deshalb, ich bediene mich mal des Kollegen von der CDU, völliger Klamauk ist, was Sie da veranstaltet haben, werden wir, also unsere Unterstützung haben Sie an der Stelle, werden wir das, was Sie hier vorgebracht haben, natürlich ablehnen. Vielen Dank.